Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Es ist mal wieder Rumble Time, Leute, jawohl. Gilde Nummer 1 ist am Start gegen Those Germans 2. Und dann legen wir doch gleich mal los. Ich glaube, ich habe die Tina schon drin. Aber jetzt müssen wir mal schauen. Gleich und die Tina. Nein, der Dale ist noch drin. So, dann hauen wir jetzt mal das Tina da rein. Noch knapp 40 Minuten zu spielen. Und dann gucken wir mal, dass das jetzt was wert hier. Jawohl! Okay. Hm. 38 Minuten noch Zeit. Das. Ich muss den mal ein bisschen kleiner machen hier. Oh, da ist die Automatik drin. Wow. Mach die Automatik da raus. Ich mach den mal ein bisschen kleiner hier. Sonst sieht man ja die Karten hier gar nicht. So, und das ziehe ich mal ein bisschen darüber. Und dann kann ich den wieder ein bisschen größer machen. So, jawohl. Alles klar. Cool. Okay. Wenn ich jetzt nach unten gucke, dann ist das, weil ich eben mein Tablet in der Hand habe. No. So, dann fangen wir mal gleich mit einem Mr. Business an gegen Gerardi. Unser erstes Match. Marmalade. 36 Schadens. Not Rocket. Jetzt haben wir viel mehr Schaden vorne. Nämlich 46 plus den Punch. 56, 65. Eine glatte 100. Ja, Mann. Ja. Jaggedy Jag. So. Match Nummer 2. Ja. Gegen Kill Mister 78. Okay, Killmister 78 und schauen wir mal, was hierbei rauskommt. Ja gut, ist jetzt alles nicht wirklich. Ich habe noch die Animal-Karten drin. Weißt du, die sollte ich jetzt vielleicht mal rausmachen. Die Animal-Karten noch drin vom. Aber jetzt, oh, jetzt kommt natürlich eine Killer-Kombo. Die Klobberella, die hat nämlich beides. Die hat Addicted und Kostüm. Ja, also absoluter Mega-Mörder-Killer. Mega-Mörder-Killer. So, und da haben wir auch wieder eine glatte 100. Ich hau jetzt mal ganz kurz erstmal diese Animal-Karten raus. Ja. Macht doch einen Unterschied jetzt hier beim Rumble. Ob man sowas dann drin hat oder nicht. Gucken wir mal ganz kurz. So, die mache ich jetzt mal schnell raus in der Hoffnung, dass das Spiel dabei nicht abstürzt. Ist das extra, weil. So, komm schon, komm schon. Deck. Ja. So, und dann haben wir hier 26 Karten. Den Irek Lobster lasse ich drin, aber Knife Wielding Shield lasse ich nicht drin. Und Mr. Business. Ja gut, Mr. Business. Irek Lobster, Mr. Business. Na komm, kann ich eigentlich auch mit drin lassen. Habe ich noch irgendwas momentan an? Da habe ich hier aktuell nicht so viel. Könnt den Kleiderschrank noch mit reinklatschen und die anderen hier, naja, sind jetzt auch nicht so. Sind halt alle Single, ne? Single Fused. Kleiderschrank. Mr. Business ist aber auch nur Single. Und Fashion Wrestling auch, aber. Der Klopster ist Quad. Ja, ich nehme jetzt mal den Mister. Ja, ist ja gut, komm.
Ich nehme dafür hier den Kleiderschrank rein und hau dafür den Mr. Business raus. So, alles klar. Ja, weiter geht's. So, und ab ins nächste Match. Gucken wir mal, gegen wen wir jetzt kämpfen dürfen. Wer ist es? Wer steht da jetzt? Ja, da ist man noch keiner. Und jetzt? Gegen wen kämpfen wir? Wer ist es? Wer? Wer? Hubele! Also, Kampf gegen Hubele. Dann fange ich jetzt mal an. Ja gut, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ein Jealous Bobby. Ich fange jetzt erstmal an mit dem Bobby und dann gucken wir erstmal, was passiert. Ja, mit dem Jealous Bobby kriege ich gleich den Roger down. Jetzt habe ich hier den Kleiderschrank, den wir eben gerade erst neu reingeflatscht haben. Jetzt die Klapperella und dann ist dieses Match auch schon vorbei. Da passiert jetzt nichts mehr. So, hier können wir nochmal mit dem Irate Lobster von der Seite pushen und Hubele mit einer glatten 100. Match Nummer 3. I love Rumbles. So, jetzt schauen wir mal. Wer ist unser nächster Gegner? Wer ist es? Wer? Xoxofu. Xoxofu. Fange ich jetzt an mit Rogers Kleiderschrank. Und dann haben wir Bürgerkriege. Yo, Mann. Und jetzt Welcome Mojitos. Tequila Roger. Tom Landry Middle School. 96. Ja, Mann. Geil. So, 96 Punkte. So, 31 Minuten haben wir noch zu spielen, sind immer noch 6 Matches offen. Dann haben wir Thompson. Und Thompson ist der hier. Bender. Dann haben wir das hier. Red Rodriguez oder Rod Rodriguez to Real. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so prickelnd. Aber gut, da müssen wir jetzt halt einfach mal durch. Ja, da müssen wir jetzt einfach mal durch. So, und jetzt haue ich dem aber hier von der Seite eins auf die Glocke. Zwar ganz gewaltig. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich irgendwie die Lila wieder geheilt. Na gut, so kriege ich sie natürlich nicht geheilt, aber wenigstens hat sie mehr als ein einziges Leben. Es reicht immerhin für 83. Bisschen ärgerlich. Aber gut. Egal. So, weiter geht's. Wer ist unser nächster Gegner? So, 5 Stück habe ich noch offen. Wer? Mrs. Cheeks. Mrs. Cheeks ist die nächste. Ja, und da bleibt mir wahrscheinlich nichts Besseres übrig als hier ein Jealous Bob. Okay, ich hatte eigentlich gehofft, das würde reichen. Scheinbar nicht. Machen wir hier mal den Roger hin. Der heilt sich wenigstens immer wieder selbst. Ist jetzt ein bisschen anders gelaufen, als ich mir das eigentlich erhofft habe. Aber gut, was willst du machen? So, 91 Punkte. Gegen Mrs. Cheeks. So, wer ist der nächste Gegner? Müssen wir mal wieder gucken hier. Wer ist es? Und? Und? Skywalker!
Der Luke darf als nächstes ran. Und das sollte ja jetzt wirklich reichen. Also sorry, aber sorry about. Ja, jetzt habe ich schon so viel Schaden hier. Da kommt noch die Klobberella mit hinzu. Und dann ist Skywalker mit einer glatten 100 besiegt. Jawohl. Ja. Stell sich vor, ein Deck voller Klobberellas. Oh mein Gott. Geht aber ja schlecht. Es sei denn, man nimmt die Epic-Version und das ist dann wieder nicht ganz so prickelnd. Also. Ja, hier haben wir den Diorama-Gene und der haut jetzt auch gleich da vorne schon wieder alles weg. So, jetzt machen wir hier Rogers Kleiderschrank. Und jetzt machen wir noch mehr. Jetzt hauen wir nämlich mit 15 noch nach vorne und damit hat sich dieses Thema erledigt gegen Horst 1. Horst oder Horstel? War das Horstel oder Horst 1? Horst. Ah, der Horst hier. Ah, Horsti. Horsti. So, wer ist der Nächste? Zwei Stück habe ich noch offen. So. Jetzt gucken wir mal. Wer ist noch dran? Wer ist noch dran? Irgendwie ist das hier oben ein bisschen abgeschnitten. Aber ich mach das mal jetzt ein bisschen. So. Ja. So, jetzt ist mein Ohr auch nicht so abgeschnitten. Fangen wir mit der Lila. Und gegen Sonny E. Und dann haben wir hier schon gleich die Klobberella. Und ich glaube, jeder weiß, was jetzt passiert. Bam. Die Klobberella haut da jetzt einfach nur noch durch. Gegen Sonny E. Bam. Jetzt schon über 100 Angriff. Oh mein Gott. Ui, ist das. Über 100 Angriff. Und das nach gerade mal 3 Runden. Jesus Christ. So, ein Match ist noch übrig. So, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Gucken wir mal, wer ist jetzt dran? Nerdio. Unser letzter Gegner. Ja, ich spiele jetzt erstmal die Lila und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Na, hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Hätte ich doch lieber den Bender gespielt. Okay, dann machen wir jetzt hier die Cuts. Die crippelt da zumindest erstmal alles runter. Dann kommen wir mit dem Peter. Und jetzt haben wir die Snot Rocket. Und jetzt können wir hier die schlimme Tina auspacken. Und die schlimme Tina wird jetzt gleich ihre volle brachiale Gewalt dazu einsetzen, um dieses Match zu gewinnen. Mit 87 nur. Naja. Also Nerdio hat mich nochmal ein paar Punkte gekostet. Ja! So, jetzt schauen wir da mal rein ins Endergebnis. Also was heißt Endergebnis? Ist ja noch nicht das Endergebnis. Geht ja noch 25 Minuten. Gucken wir mal hier rein. Bei den Those Germans 2. Stärkster war so Matt Tubbs Gold. 41 Leute haben bei denen gekämpft. Jetzt gucken wir bei uns rein. Cuddly Whale Hawk mit einer glatten 1000. So, Congrats, man. No Bounty, aber auch 998. Chris, 997. Mein lieber Scholli. Dietronic, 985. Olli Z, 984. Jesse, 979. Ah, auch 979. Tularis, Nutty Nate, Ricky Spanish, der Pate, Robert, Tipicolada, dann komme ich auf Platz 14. Mann, mit 957 Punkten, Platz 14. Das gibt's doch gar nicht. Gecko Moria, Junkhead, Tomek, Dorina, Jay Style, Big Big, Gamer Guy 29, Krankus, Eat Fresh Food, Apokalyptika, Grummelli, Dennis, Henny, Ansgard, Jojo, Brownie, Mimo, The Kings, Strommi, Gabriel, Casey Remington, Teklis, Topdas, Spider, Kings, Michael, Turbo 50, Lord Lele. So, das ist jetzt ein bisschen wenig, muss ich sagen. Aber wir haben ja noch ungefähr eine halbe Stunde. Schauen wir mal.
Was da noch passiert. Okay. Aber, also das muss mehr werden. Weil wieder mal das erste Rumble-Match. Haben wir auch wieder die Zeiten geändert. Also das letzte Mal war es von 8 bis 8. Jetzt ist es wieder von 4 bis 4. Da blickt ja bald keiner mehr durch. Also 36.281 zu 30.496. Das ist ziemlich deutlich, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir nehmen gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.